So, nun, hier sind wir beim ersten Part, beim ersten Punkt vom Video. Und zwar in diesem Teil geht es darum, einmal das Schwert zu animieren, dass es hier durchfliegt, und den Knacks in der Scheibe hinzukriegen. Hier einmal kurz das Video zu sehen. Man sieht, Andreas liegt einfach oben drauf, das lässt einfach die Hand los und lässt es so wirken, wie als wenn es durchfliegt, leer und weicht. Spektakulär aus. Ja, das ist das Video im Grunde. So. Wie machen wir das nun? Also als erstes erstmal das Schwert in das Video einbringen. Das ist nicht sehr schwer. Wie gesagt, falls ihr das richtige After Effects habt, ich weiß nicht, Adobe After Effects, CS5 und dann irgendeine specialmäßige Version, ich weiß nicht welche, ist es möglich, so normale OBG-Dateien in After Effects reinzubringen. Ich mache es jetzt aber, wie ich schon gesagt habe, mit Element 3D. Dazu machen wir erstmal eine neue Farbfläche. Gehen in die Effekte, Video Copilot Element. So, und gehen in den Scene Setup. So, das Schöne bei Element 3D ist, dass er bereits ein Schwert dabei hat. Geht ihr auf Import 3D Object. Dann in euer Element 3D Ordner oder wo ihr es auch immer aufwartet auf der CD. Und dort in Projectile Weapons Pack. Hier habt ihr einiges an OBG-Dateien und unter anderem auch das Sword. Sword, whatever. So, wenn wir das hier reinlegen, wie ihr sehen, ist es sehr schön. Es sieht noch etwas weiß aus. Wie ändern wir das? Das ist ganz einfach. Wir gehen hier auf die Textur, gehen auf Diffuse und laden eine Textur, die wir ebenfalls hier haben. Und zwar auch in Projectile Weapons Packs. Und zwar unter Projectile Weapons Maps. Falls ihr euch jetzt ein Schwert aus dem Internet runtergeladen habt, müsst ihr euch diese Textur, die müsste dabei gewesen sein. Wenn nicht, dann müsst ihr es entweder nochmal selbst texturieren oder euch ein anderes Schwert runterladen, wo es eben dabei ist. So, hier haben wir es und gucken, wo die Textur für Sword ist. Hier gehen auf OK und schon haben wir es so schön, ja, bemalt. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier jetzt noch etwas an den, was weiß ich, an der Reflection arbeiten, so dass es etwas, das sieht jetzt etwas bescheuert aus, aber dass es eben reflektiert, was auch immer. Das könnt ihr natürlich auch einzeln machen, so dass nur die Klinge reflektiert, aber wie ihr das macht, das möchte ich jetzt mal hier nicht beschreiben, weil ich glaube, das Tutorial wird so schon ziemlich lang und das reicht dann auch erstmal. Gleichzeitig ist das ja eine sehr schnelle Szene, auch wenn sie in Zeitlupe ist und da fällt es auch nicht weiter auf. Gut, okay, laden wir also hier rein und jetzt ist wichtig, wir arbeiten nur mit den Effektoptionen. Ihr solltet niemals bei Transformieren da in die Drehung reingehen oder ähnliches, sondern wir gehen immer nur in Effekte, Element, Group One, weil wir haben, wenn wir hier mal in Scene Setup gehen, das Sword auf der Gruppe 1. Particle Replicator und hier diese Option, die können wir hier auch nochmal öffnen. Hier haben wir das Rotation, Position XY und Z. XY und Z. Ja, und hier nur mit diesen Sachen arbeiten wir. Damit können wir es auch hin und her schieben, nach oben, unten, nach hinten, vorne, whatever. So, jetzt springen wir mal an den Anfang. Und jetzt versuchen wir einfach mal, das so zu packen, dass es genau da reinpasst. So, ich habe jetzt gerade nochmal die adaptive Vorschau etwas höher gestellt, damit wir das auch besserer Qualität sehen können. So, okay, also unsere Hand ist da, zeigt ungefähr so in die Richtung, so dass das Schwert hier so lang kommen müsste. Ja, und dementsprechend drehen wir das dann natürlich mal etwas. So. Das passt ja jetzt schon fast. Da müssen wir es jetzt natürlich noch in der Höhe, in der Seite etwas nach hinten packen. Und meiner Meinung nach müsste es noch etwas weiter hinten sein vom Realismus her. So. Mal gucken, ab wann bewegt sich die Hand? Ab hier. Das heißt, wir setzen es genau hier hin, sodass es passt. Okay.
Okay, ganz so weit hinten sollte es doch nicht sein. Packen wir so. So, so. So, und jetzt gehen wir hier bei Position XY und Position Z. Machen wir die Stoppuhr-Symbole, damit wir es animieren können. So, jetzt ist es hier, das heißt, das Schwert müsste in Wirklichkeit einmal um einiges näher dran sein. Vielleicht hier und hier so sein. Zack. Dann noch um einiges weiter müsste es dann schon aus dem Bild sein. Je weniger Keyframes ihr nutzt, desto besser desto besser sehen die Übergänge aus. Nämlich wenn ihr viele kleine Keyframes habt, dann sieht man immer die Geschwindigkeit, dass sie zunimmt oder abnimmt, weil es ja nicht hundertprozentig regelmäßig ist. Wenn ihr jetzt nur wenige nehmt, dann fällt das nicht so auf. So, dann können wir jetzt einmal gucken, wie das aussieht. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Wenn wir es jetzt animieren. Sieht so aus. Zack. Na, ich finde, es könnte hinten zum Schluss hin noch ein Ticken schneller fliegen. Das heißt, wir ziehen die letzten Keyframes einfach etwas näher ran. Gucken es uns dann nochmal an. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Gut. Damit haben wir das Grundlegende erstmal gemacht, nämlich das Schwert brauchen wir natürlich, um alles, ja, gut an ihm, ja, um uns, dass wir etwas zur Orientierung haben. Ja, früher, theoretisch müsste man jetzt sagen, ja gut, okay, theoretisch, das Schwert muss noch weiter hinten sein, weil es kommt ja erst mit der Zeit angeflogen. Das Ding ist nur im Video ja, springt man direkt zu dieser Szene, wo sie bereits so weit fortgeschritten ist. Dementsprechend macht sie jetzt auch nicht weiter hinten. Ja, gut, okay. Das ist erstmal das Grundlegende. Jetzt kommen wir gleich zum zweiten Teil auch noch. Den bringe ich hier auch noch mit rein. Und zwar, wie bringt man die Knacks? Die Knacks. Mehrzahl von Knacks ist Knacks, Knackses, Knacksosen. Was immer. Was immer. Whatever. Und hier, dazu habe ich diesen Crack. Das habe ich ebenfalls von einem Plugin, ja nicht Plugin, sondern von so einem Pack von Video Copilot. Das ist das Action Essentials Pack. Da waren unter anderem auch solche Texturen drin. Falls ihr die nicht habt, gibt bei Google einfach nur gesprungenes Glas oder ja, irgendwie, ja, Glasloch, was auch immer. Schuss durch Glas oder sowas. Texturen ein und ihr werdet einiges finden. Ich nehme jetzt dieses mal. Und diese habe ich später gleich etwas weiter bearbeitet, zudem, dass der Griff da durchfliegt. Nämlich, man sieht ja am Anfang im Grunde, das Schwert fliegt erst durch die Scheibe, das heißt, es ist nur ein Loch da, weil nur die Schneide durchkommt. Und dann zum Schluss kommt aber nochmal der Griff durch. Das heißt, es muss noch etwas größer werden, das Loch. Deswegen habe ich diese zwei Objekte oder zwei Texturen erstellt. Gut, dann gehen wir hier einmal ins Projekt rein, um die Dateien da reinzuladen. Markieren diese beiden, ziehen sie in After Effects rein, zack, hier haben wir es. Als erstes mal nur das Loch, ziehen wir es nach oben. So, sieht man es einmal, dass es um einiges zu groß ist. Hier machen es kleiner. So, und das Problem ist, wenn ihr es jetzt seht, einmal müsst ihr jetzt switchen hier, dass ihr in den Modus-Dingens kommt. Das macht ihr, indem ihr F4 drückt, kommt ihr zwischen diesen beiden Optionen hin und her. Wenn ihr es jetzt auf Addieren zum Beispiel macht, man sieht überhaupt nichts. Das liegt daran, weil wir einen extrem hellen Hintergrund haben. Hier würde man es eher sehen. Das heißt, wir nehmen nicht Addieren, sondern Ausschluss. Zack. Und schon sieht es um einiges besser aus. Wem das jetzt etwas zu krass aussieht, der sagt, boah, das ist viel zu stark, das Grau quasi, kann noch bei Transformieren die Deckkraft einen Ticken runtersetzen und somit, ja, das noch einen Ticken realistischer machen. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ihr wisst, wie es geht und das reicht auch. So, und das setzen wir jetzt natürlich an diesem Punkt, wo das Schwert durchfliegt. Das ist sagen wir mal. Ah, ich animiere das Schwert noch etwas weiter, dass es von weiter hinten kommt, ist doch besser.
So, zack. Zack. So. Damit es einfach wirklich. Damit wir mehr Platz zum Animieren haben. So, okay. Und das Loch, sagen wir jetzt mal, packen wir hier hin. Weil es so. Zack, kommt hier durch. Muss vielleicht noch einen Ticken höher, das Loch. So. Und sehr schön, es fliegt durch. So. Gut, damit haben wir einen zentralen Teil. So, jetzt ist das Ding. Es darf natürlich am Anfang nicht zu sehen sein. Das heißt, wir gehen hier Effekte Deckkraft. Und zwar darf es ja erst ab hier so ungefähr passieren, wenn das Schwert das Loch trifft. Das heißt, ab hier. So, Deckkraft muss hier noch bei 0 sein. Animieren wir, zack. Bis es dann hier komplett zu sehen ist. Was jetzt was das Weitere ist. Wem das jetzt so realistisch genug aussieht, der kann das so sein lassen. Ist ja vollkommen okay. Was ich jetzt aber denke, normalerweise die Splitter, der Knacks geht ja von außen nach innen. Also es sollte erst innen sein, der Knacks. Und dann außen. Mach's nochmal etwas schneller. Also es breitet sich ja quasi aus. Und wie wir das nun machen können, das ist ganz einfach. Diesen Effekt quasi. Und zwar maskieren wir es. Einmal machen wir eine Maske außenrum, so wenn es wirklich fertig ist. Zack. Gehen jetzt hier unter Masken, Maske 1, Maskenpfad und machen Keyframe da, wo sie komplett ausgebreitet sein soll. Das soll ungefähr hier sein, finde ich jetzt. So Maskenpfad. Jetzt gehen wir zurück zum Anfang, wo das Schwert darauf trifft. Ab hier ungefähr. So mal hier. Jetzt nehmen wir die ganzen. Wichtig, dass wir hier einen Keyframe gemacht haben. Und jetzt gehen wir zurück zum Standardbearbeitungsmodus und ziehen diese ganzen Sachen einfach nach innen. So, 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 so und so. Und wenn wir jetzt das mal abspielen, dann sieht man, dass sich das Geknackse ausbreitet. Ist ein cooler Effekt, der ganz einfach zu machen ist. Ja. Und damit sieht das schon sehr realistisch aus, wenn man jetzt nochmal die Maske ausblendet. Wem der Übergang hier zu hart ist, der sagt, das sieht viel zu eierig aus, kann die weiche Maskenkante noch etwas höher setzen. Damit kommt da ein bisschen mehr Realismus rein, weil ein paar Knacks ja schon etwas weiterkommen. So. Sieht das nicht so grob aus. Und wir haben unseren ersten Effekt drinne. So, wie machen wir es nun, dass als zweites die zweite Maske mit dem Loch reinkommt? Das ist ganz einfach. Wir gehen wieder ins Projekt rein. Nehmen die zweite Maske, wie gesagt, dieses Loch habe ich da einfach reingebracht mit. Ja, das könnt ihr mit Paint machen, das ist total einfach, aber ich habe es jetzt einfach mit. Ja, ich habe es mit Photoshop gemacht. Wie gesagt, womit ihr es macht, ist ja egal. Man muss da wirklich einfach nur was Schwarzes reinmalen, was ungefähr so aussieht wie der Griff. Also total einfach. Gehen natürlich hier wieder bei Modus auf Ausschluss. Und jetzt nutzen wir mal die Sachen zum Transformieren. Wir gehen einmal Ankerpunkt ist genau gleich. Wir setzen einfach die gleichen Werte von unserem fertigen Loch in das Loch ein. Wir gehen einmal in die Position. Haben wir hier 4, 6, 5, hier haben wir 4, 2, 4, also geben wir hier auch 4, 6, 5 ein. Und hier haben wir 2, 8, 8, hier haben wir 2, 4, 0, das heißt auch da 2, 8, 8 eingeben. Und Skalierung haben wir hier bei 6,3, das heißt hier gehen wir auch auf 6,3. So. Na, wo ist es denn jetzt? Hier, ja, genau. Es liegt jetzt da drüber quasi. Das machen wir jetzt noch so, dass es im Grunde passt. Wir sehen hier wirklich, wir haben genau die gleichen Splitter, so dass es einfach genau übereinander liegt. Vielleicht noch ein bisschen.
genauer anpassen. So. Ja, okay, mir reicht das so. Es darf jetzt am Anfang natürlich nicht zu sehen sein, sondern erst wenn der Griff da durchkommt. Gleichzeitig sehen wir gerade hier, das ist noch ein Ticken zu tief, das heißt, man muss noch etwas höher. Weil ja ungefähr hier der Griff durchkommt. Das heißt, vor dem Griff muss die Deckkraft bei 0 sein. Zack. Und erst wenn der Griff kommt, darf die Deckkraft auf 100% gehen. Das heißt, ungefähr. Na, ungefähr hier. Das heißt, hier ist die Deckkraft noch auf 0. Keyframe setzen. Und dann hier ein paar weiter. Gehen wir auf 100%. Gleichzeitig müssen wir hier dann. Gleichzeitig müssen wir hier dann unten bei unserem anderen Loch das natürlich ausblenden. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz nah ran. Haben hier ein Keyframe, wo das andere Bild anfängt. Das heißt, hier muss es noch 100% haben. Und hier, da wo das andere Bild dann komplett da ist, muss es dann bei 0% sein. Und dementsprechend. Na, ich mach's mal einfach mal etwas krasser, den Übergang. Ziehen das hier rüber. Und schon haben wir einen netten Übergang. Man sieht, das zweite Bild passt nicht so ganz. Das ist ein bisschen auseinander zusammen. Das heißt, das ziehen wir einfach noch etwas auseinander. Das ist jetzt zu krass. Ticken tiefer. Ticken zur Seite. So, zumindest, dass es halt ungefähr passt. Ihr macht es dann einfach jetzt wirklich gut. Gleichzeitig sehen wir jetzt, dass das Schwert nicht zu dem passt, was ich gesagt habe. Die Griffe vom Schwert sind übertrieben gesagt jetzt so. Das Loch ist aber so. Das heißt, wir gehen einfach wieder in die Schwerteffekte rein und machen die Rotation. Setzen wir das, das noch etwas so, oder nee, ich weiß, wir machen es einfacher. Wir nehmen einfach die beiden Objekte und drehen diese. Das ist so, dass es passt. So passt es ungefähr. Ganz einfach. Und jetzt haben wir auch den passenden Übergang. Das Schwert kommt durch und zack. Ja. Gut, damit haben wir im Grunde schon die Animation des Loches. Gleichzeitig könnt ihr natürlich jetzt, wenn ihr es ganz krass haben wollt, könnt ihr natürlich eine Maske um das Schwert malen, damit dort die Splitter quasi hier das Schwert nicht überdecken. Man sieht ja, also jetzt ist das im Grunde, jetzt ist das Schwert ja noch, also der Griff und so weiter hinter der Scheibe, hinter den Splittern, dementsprechend muss es überdeckt werden. Aber dieser Bereich hier vom Schwert müsste ja schon dahinter sein, ja davor sein. Das heißt, wir könnten theoretisch einfach noch eine Maske ziehen und das dann so bearbeiten, dass es passt eben. Das mache ich jetzt einfach mal nicht. Ich denke, ihr wisst, wie man die Masken vernünftig zieht. Was weiß ich, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, ich finde, es sieht so ganz okay aus, grau auf grau, das fällt nicht auf, dass die Scheide dann, Schneide vor dem Loch ist. Und hier sieht man doch stark, dass der Griff aber, der ja golden ist, hinter dem Loch ist. Wenn wir jetzt hier einfach sagen, gut, okay, ab hier ist das Schwert davor, das heißt, wir gehen ins zweite Loch, da wo der Griff bereits durch ist, und ziehen hier eine Maske drum. So, und wir gehen jetzt aber in die Maskenoption und setzen die Maske auf umgekehrt, dann ist nämlich genau dieser Bereich quasi ausgeblendet. Das ist ein sehr einfacher Effekt. Wir können die Maskendeckkraft, die weiche Maskenkante vielleicht noch etwas höher oder runter setzen, je nachdem, wie es bei euch am besten aussieht. Wichtig ist nur, dass wir die Maske natürlich wieder animieren. Okay, ganz so stark soll es doch nicht sein.
hier, wenn ich mal etwas näher rangehe. So, hier bricht das Schwert durch. Wir machen natürlich den Maskenpfad, animieren wir, damit es, wenn jetzt hier das Schwert durchkommt, hier müssen wir noch einen Keyframe setzen, damit die Maske bis dahin so bleibt. Und ab hier zieht sie sich ja hinten weiter zurück. Das heißt, auch das muss dann die Maske mitmachen. Aber mal hier einfach mit. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Genau. Und hab hier, kann die Maske dann im Grunde vollkommen verschwinden. So, zack. Und schon sieht es so aus, als würde unser Schwert vor der Scheibe quasi, vor dem Knacks der Scheibe, würde es da rumfliegen. Zack. Wenn wir das jetzt nochmal ausschneiden. Quasi mit diesem Maskenübergang ist es durchgebrochen. So, ihr seht jetzt, das fällt doch ziemlich auf, dass das zwei verschiedene Texturen sind. Ihr macht es einfach, ich korrigiere das jetzt noch ein bisschen. Es ist ja wirklich nicht schwer, sowas dann halt genau gleich zu machen. Vielleicht geht ihr auch einfach nochmal, gehen wir nochmal hier unten in die Option, gucken, wie die Skalierung 6,3, 5,3 vom ersten Loch. Das heißt, hier machen wir auch 6,3 und 5,3. Das heißt, hier 6,3 und 5,3. Hier hatten wir es gerade. Ah, na komm schon. So, hier haben wir es. Und dann sieht es jetzt auch ziemlich, merkt man kaum noch einen Übergang. Und den letzten Millimeter, das könnt ihr dann jetzt einfach mal genauer machen. Ich mache das jetzt einfach mal nicht. So, damit haben wir quasi schon, ja, das Grobe, das erste fertig. Gut, okay, dann geht es jetzt gleich weiter mit dem nächsten Tutorial. Ja, bis gleich.